Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne einmal meine komplette Schminksammlung zeigen, alles in einem Video. Ich hoffe, dass ich das alles soweit schnell zeigen kann. Wenn du das Ganze etwas detaillierter sehen möchtest, dann schau gerne hier oben vorbei bei meiner Schminksammlung. Da habe ich die Produkte geswatcht, habe da intensiver drüber geredet, bin auf die einzelnen Produkte eingegangen. Aber wenn du dir einfach mal so einen kurzen, schnellen Überblick über meine Aufbewahrung, über die Masse machen möchtest, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich werde die Produkte tatsächlich dann gleich hier neben mir auf dem Boden ausbreiten. Vorher werde ich dich einmal hier komplett durch den Raum nehmen, um dir einfach mal zu zeigen, wie es hier aussieht. Ja, ich muss gestehen, ich habe eben ein bisschen aufgeräumt. Ja, aber es ist schon in der eigentlichen Chaotik, es ist so chaotisch, wie es ist, ne? Also das auf jeden Fall. Dann werde ich die Decke nehmen, die hier neben mir liegt, wird die da vorne auf dem Boden ausbreiten und dann die einzelnen Produkte drauflegen. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben aktuell, wir vor allem, ne? Und ich werde dir auch zeigen, wie ich das in meiner Excel-Tabelle gemacht habe. Genau, da haben nämlich sau viele nachgefragt. Vielleicht kannst du hier auch ein paar Excel-Hacks lernen, wenn du Bock hast. Ich weiß nicht, ich bin ein Excel-Freak. Ich mag unheimlich gerne Formeln. Ich mag es, dass wenn ich irgendwo irgendwas hinschreibe, dass dann auch direkt irgendwas anderes aufploppt, sich Sachen verketten und mit einem S-Verweis sich Sachen irgendwo rausgezogen werden. Das kommt so ein bisschen von meinem Job, es tut mir leid. Ich bin als Industriekauffrau so ein bisschen gebrandet, was das angeht. Ich nehme euch jetzt mal mit durch meinen Wahnsinn. Viel Spaß. Starten möchte ich jetzt genau in dieser Position, denn ihr seid gerade hier draus gekommen und jetzt seid ihr in dieser Kamera. Herrlich. Genau, also wir haben hier dann meinen immer dreckigen Schminkspiegel. Den kann ich echt täglich sauber machen, aber durch Fixing Spray und Puder bitte immer dreckig bleiben. Hier habe ich dann meine aktuelle Schminkgeschichte stehen. Das werde ich dann gleich auch noch entsprechend dazu räumen. Dann, wenn ich noch da vorne schaue, sehe ich meine Uhr. Deswegen schaue ich auch manchmal da zur Seite. Hier haben wir dann das erste Licht quasi und dahinter ist dann die Geschichte mit den Verlosungsboxen. Genau, also dieser Raum ist jetzt nicht unbedingt schön renoviert, aber er ist da. Und da haben wir dann hier meine Pinselaufbewahrung. Da haben wir hier auch noch ein bisschen schon, was ich aussortiert habe. Das hier sind Produkte, die ich gleich auch noch dazu sortieren muss, aber die ich hier schon für ein Full Face stehen habe. Also für zwei Full Faces, da liegt mein Handy daneben, meine Pinsel. Dann haben wir hier eine Softbox, die ich da aufgestellt habe. Da oben durch diesen weißen Kaminschacht kommt die warme Luft vom Kamin, der sich quasi hinter der weißen Tür verbirgt. Wenn er im Winter an ist, dann haben wir hier nochmal ein Hintergrundlicht, was ich da aufgestellt habe. Und das hier ist so eine Öselecke, würde ich sie einfach mal nennen, ne? Da habe ich dann so die ein oder anderen Sachen drin stehen. Und weswegen sich hier oben, in Anführungsstrichen, so wenig Pinsel drin befinden, das werden wir gleich sehen, denn ich muss unbedingt mal wieder meine Pinsel waschen. Ah. Okay, wenn ich dann hier fein auf meinem Stühlchen sitze und mich weiter rumdrehe, sehen wir dann hier entsprechend die Goodie-Boxen, die ich da mal aufgestellt habe, wo sich meine Masken drin befinden. Daneben sind meine Nagellacke, die wir gleich mal durchgehen werden. Daneben sind Glossy-Boxen und Pink-Boxen, die einfach leer sind und als Versandkartons dienen. Darunter sind Sachen und noch mehr Sachen, aussortierte Sachen und Bastelsachen habe ich da drin. Dann haben wir hier in der Malmkommode nichts Besonderes. Also da, in Anführungsstrichen, da sind Verlosungsprodukte drin und Schuhe von mir tatsächlich. Da oben drüber ist Verpackungsmaterial. Dann haben wir da noch ein Bild, was ich geschenkt gekriegt habe und einen Zollstock. Den habe ich, glaube ich, zum 25. gekriegt. Da sind noch weitere Geschichten. Da gehen wir aber gleich nochmal durch. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie das hier aussieht, wenn man hier auf meinem Stuhl sitzt. Und hier sind übrigens komplett Schuhe drin. Das muss ich nochmal in einem separaten Video mit euch zusammen machen. Wir sind jetzt ja bei meiner Schminksammlung, ne? Hier haben wir dann meine ganzen Lidschattenpaletten, meine Lippenprodukte. Dann haben wir hier die Boxen, die von IKEA sind. Also diese Boxen kann ich euch auf jeden Fall in der Infobox verlinken. Die hier so, diese blauen und grauen Geschichten sind ja von IKEA. Da habe ich dann halt kategorisiert, das sieht man hier wahrscheinlich ein bisschen besser. Meine Pflegeprodukte drin, das habe ich ja auch schon mal komplett mit euch durchsortiert. Und ich denke, ich werde euch auch nochmal meine komplette Pflegesammlung zeigen. In Masse, da geht es dann weiter mit Liplinern und noch mehr Paletten und noch mehr Pflege. Und alles, was dann quasi in den oberen Etagen ist, ist Schminke. Das werden wir uns heute vornehmen
Und bei diesen Lampen darf ich die Batterien demnächst mal wechseln, weil sie sind einfach ja, leer. Und hier sieht man so eine kleine Eskalation. Ich hatte mal in einem Video live vor der Kamera mein Billigregal abgefackelt. Diese Pflanze ist übrigens echt, ja, manchmal blüht sie, aber doch eher selten, ne? Es ist eine sehr genügsame Pflanze und ich habe sie sehr lieb. Das ist ein Licht, was ich, glaube ich, mal bei Aldi gekauft habe oder so. Mag ich eigentlich ganz gerne. Genau, so sieht das hier aus. Was haben wir denn hier noch? Jetzt muss ich mal aufstehen, dann sieht man auch mehr. Ja, das ist hier ein bisschen der Ort der Schande, mehr oder weniger. Eigentlich habe ich mir das für dieses Wochenende vorgenommen, aber ich habe es noch nicht gemacht und wir haben Sonntagabend. Herzlichen Glückwunsch, Claudia, das hat super funktioniert. Der ist voll mit Pinseln und Schwämmen, die gerne gewaschen werden müssen. Das ist peinlich, ne? Ich sollte mal waschen. So. Natürlich sind hier überall auch noch Sammys Hundehaare. Das bleibt nicht aus. Ja, mein bequemer Stuhl, der manchmal knackst. Das soll er nicht, das tut er aber. Und ja, das ist dann quasi mein Schminktisch. Da hinten sieht man dann auch noch ein Fenster. Da kommt immer Licht durch, aber ich will jetzt natürlich nicht rausfilmen. So sieht man dann vielleicht nur ein bisschen was Helles und Rasen. Das geht klar. Dann habe ich hier noch ein bisschen Kabellage. Aber ansonsten ist es alles relativ unspektakulär, was sich hier in diesem Raum abspielt. Es ist einfach sehr technisch alles hier drin. Und ja, da wären wir dann quasi aus diesem Winkel, seht ihr mich dann immer so in der Art. Hier dann nochmal von nahe meine Nagellacke, weil ich habe jetzt zwei verschiedene und ich möchte dieses hier nicht mehr haben. Ich möchte quasi, dass diese Nagellacke hier mit reinpassen. Dafür muss ich hier aussortieren, um davon Nagellacke reinzupacken. Meine ganzen Masken und ich finde das System einfach total schön, ne, wie das hier so ist. Genau, die ganzen Goodieboxen, das ist so schön einheitlich. Ich liebe es einfach. Und dann doch irgendwie besonders. Und da oben drauf habe ich von Sephora so einen Pinguin. Oh, ich liebe ihn. Ich würde ihn mir am liebsten selber ans Bett stellen, aber irgendwie auch nicht. Irgendwann, wenn ich Kinder habe, werden die diesen Pinguin ans Bett gestellt bekommen. Das ist nämlich so ein schönes Nachtlicht. Mega süß, oder? Genau, das Bild habe ich Geschenke kriegt in einem Zuschauerpaket. Mega cool. Jeder, der hier reinkommt, findet das einfach so süß. Also vielen, vielen Dank nochmal. Ja, da hinten ist noch das Schneideprogramm, was ich safe demnächst mal installieren muss. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Das ist toll, oder? 2016 habe ich das bekommen. Ist auch schon 4 Jahre her. Süß. Ja, Kram. Schuhe. Ja, das muss unbedingt aussortiert werden. Schuhe. Gehe ich jetzt aber nicht einzeln ein auf die ganzen Sachen. Ja, Kram. Alles voller Kram. Und um den Kram, der sich hier drin befindet, kümmern wir uns jetzt. Hier sehen wir sie dann nun. Meine 44 Primer. Ja. Es ist wirklich ein sehr, sehr bunter Mix von teuer und günstig. Also das ist jetzt einfach mal alles, was das Herz begehrt, würde ich sagen. Drogerie ist dabei, High-End ist mit dabei. Und ja, hier muss ich tatsächlich auch mal ein bisschen durchgehen, um auszusortieren, weil es ist nicht mehr alles gut, was man hier sieht. Und nicht nur, weil Haltbarkeit, sondern auch, weil es ist einfach nicht gut für meine Haut. Die Base Visage von Dr. Pierre Rico ist ein wundervoller Primer, der wirklich das Gesicht auch perfektioniert und weich zeichnet. Das Problem ist, dass der leider nur 6 Monate haltbar ist und ich habe den letztes Jahr zum Geburtstag bekommen. Deswegen werde ich dieses Produkt jetzt in den Wegschmeißen-Stapel, auf den Wegschmeißen-Stapel packen. Das tut mir in der Seele weh. Seien wir mal ehrlich, ein Glitter-Primer habe ich ja wohl noch nie verwendet. Deswegen wird dieses Produkt, was ich entweder mal im Adventskalender oder in so einer Amazon-Beauty-Box hatte, aussortiert. Also das wird weiter wandern. Der Crystal Dreams Primer Luminizer von Essence hat mir bislang noch nie gefallen. Ich habe den unter verschiedenen Foundations getestet und irgendwie ist er nie was gewesen. Deswegen wird der jetzt tatsächlich weiter wandern. Immerhin 3 Produkte sind jetzt aussortiert worden.
Ja, das sieht doch auch schon mal schön geordnet aus, einigermaßen. Also hier ist jetzt ein bisschen was umgefallen, das war jetzt nicht der Plan. Genau, dann habe ich das ein bisschen sortiert, dass ich hier so die Tuben habe. Da hinten habe ich die kleineren Produkte in so einem extra Kästchen. Hier sind dann die, die zu hoch sind. Und das hier sind halt die richtig großen Fläschchen. Finde ich richtig toll. Den von Becker habe ich jetzt auf meinen Schminktisch gepackt. Und jetzt gehen wir weiter zu Foundation, denn da sieht es leider nicht so gut aus. Also das Ding ist, die Kiste ist leicht bauchig und etwas überfüllt. Minimal. Ja, es sollten 57 Foundations sein, aber ich habe diese zwei It Cosmetics CC Plus Your Skin But Better Foundation Pröbchen quasi als eins gezählt, weil das sind zwei Farben. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Ich glaube, weil auf einer von beiden keine Farbe drauf stand und ich davon ausgegangen bin, dass es dieselbe Farbe ist. Aber ich glaube, das ist Light und das ist Medium. Und ich glaube, Medium passt mir nicht. Aber gut. Auch hier sehen wir wirklich alles, was das Herz begehrt. Von teuer bis günstig ist hier irgendwie gefühlt alles vertreten. Verschiedene Farbnuancen, wovon ich safe nicht immer beide Farbnuancen brauche, sehen wir hier tatsächlich. Und ja. Auch hiervon werde ich mich jetzt von einigem trennen. Da fangen wir direkt mal an mit dieser hier. Eborian hat diese wundervolle CC Cream. Und ja, das Problem bei dieser CC Cream ist, dass das die Farbe Doré ist. Und die Farbe Doré ist mir sowas von zu dunkel. Also das ist echt der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob die Kamera das auffängt. Ich habe das hier mal einmal so ein bisschen geswatcht. Nee, das fängt sie natürlich nicht auf. Das da unten ist noch eine andere Foundation, da kommen wir gleich zu. Die ist mir einfach zu dunkel. Und da ich die halt nie verwendet habe, sondern jetzt einfach nur geswatcht habe, wird die ja weiter wandern. Die wird nicht aussortiert, die wird weiter wandern. Sehr, sehr schade. Ich glaube, in einer anderen Farbe hätte ich sie gerne nochmal. Bei der Too Faced Born This Way habe ich zwei verschiedene Farben. Das ist einmal die Farbe Vanilla, die mir relativ gut passt. Und das ist die Farbe Light Beige, die mir überhaupt nicht passt. Wie man auf dem Armswatch sehen kann, wenn man sehen kann. Also die ist wirklich extrem beige. Deswegen muss die jetzt leider gehen. Das ist die Farbe Light Beige, wie gesagt. Ne? Die zwei habe ich auch quasi doppelt, also in unterschiedlichen Farben. Das ist die Fit Me Foundation von Maybelline Luminous and Smooth. Und da sehen wir direkt, dass die Farbe 118, also diese hier, mir einfach viel zu dunkel ist. Die würde vielleicht hier zu meiner Strumpfhose passen, aber nicht zu meinem generellen Teint. Deswegen wird die Farbe 118 nun auch gehen. Hier haben wir jetzt die It Cosmetics CC Plus Your Skin But Better Cream. Und irgendwie sehen die Verpackungen auch anders aus. Ich glaube, das hier ist nochmal irgendwie eine andere Variante oder so. Ich weiß nicht. Bei der hier steht aber klar oben Light drauf. Das heißt, die wird bleiben. Und das hier wird dann wahrscheinlich die Farbe Medium sein oder Normal, wie auch immer. Deswegen darf die mich jetzt verlassen. Ja, You Better Work Tinted Day Cream von Essence. Eigentlich ein ganz, ganz tolles Produkt, was ich auch gerne im Alltag verwendet habe. Einfach, um es drüber zu machen. Ja. Wird jetzt aber in den Müll wandern, weil das leider nur 6 Monate haltbar ist. Und ich verwende das, glaube ich, schon seit Winter. Seit Winter steht das bei mir. Ja, wir haben Juli, Claudi. Von diesen zwei Proben von Lancôme und von Yves Saint Laurent werde ich mich trennen, weil ich mir jetzt mittlerweile größere gekauft habe. Also jetzt nicht unbedingt das gleiche. Also ich habe mir von Lancôme geholt. Wo ist sie? Da. Die Teint Miracle Foundation. Zum einen in meiner Farbnuance, zum anderen auch in diesem Teint Miracle, was halt auch so ein bisschen Feuchtigkeit spenden sein soll. Und ja, das ist die hier nicht. Die ist halt so Full Coverage und keine Ahnung, aber die ist nicht Feuchtigkeit spendend. Wo ist hier das? Nein, nein. Ihr seht das nicht, aber hier ist so ein Viereck und das springt die ganze Zeit durch die Gegend und immer wenn ich da mit dem Produkt hinkomme, hüpft es weg. Es möchte einfach nicht fokussiert werden. Schade. Die Yves Saint Laurent wird übrigens nicht gehen, denn ich habe mich gerade vertan. Die habe ich mir doch nicht in groß geholt. Das war die Clarins, die ich mir geholt habe. Ich bin auch ein Vogel. Ebenfalls weiter wandern wird von Peach Sea. Das kann man bei Yesstyle bestellen. Die Farbnuance 02. Denn es ist jetzt Sommer und selbst im Sommer ist sie mir leider zu dunkel. Die 01, die darf bleiben, die passt noch optimal und die hat einen richtig, richtig tollen Lichtschutzfaktor von, ich glaube, sogar 50 plus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Steht sogar mit drauf. Richtig, richtig klasse. Das ist optimal für den Sommer.
Die Foundation von Dermacool wurde ja so ultramäßig gehypt. Ich persönlich mag sie leider überhaupt nicht. Die ist irgendwie ganz merkwürdig und die wird bei mir immer super streifig, deswegen darf die jetzt auch gehen. Und da sie im Juni diesen Jahres abgelaufen ist, kommt sie sogar in die Tonne. Ich weiß, ich müsste mich von mir trennen, aber ich kann nicht. Es fällt mir so schwer. Aber ich muss mich von mir trennen, denn ich glaube, sonst kriege ich die nicht mehr in die Box. Ich tue es auch nicht. Ja, was soll ich sagen? Ich schäme mich immer noch, weil es einfach zu viel ist. Aber wenigstens geht der Deckel jetzt wieder zu. Das ist schon mal echt die halbe Miete, oder? Ja, weiter geht's jetzt mit den Concealern. 37 Concealer. Werde ich in meinem Leben nicht aufbrauchen, denke ich, ne? Also in meinem Leben schon, aber nicht während das also abläuft. Also, ja. Genau. Also, das sind auch wieder verschiedene Marken und verschiedene Preiskategorien. Und definitiv verschiedene Farben. Ja. Hiervon darf auch das ein oder andere jetzt einfach mal gehen. Genau. Und da würde ich sagen, fangen wir an mit einem Schätzchen, was ich schon ewig und drei Tage habe. Ich hatte das extra mal so in meinen Schminktischgedönsen gelegt. Das ist von Stila einer. Das ist einfach einer, der mir viel, viel, viel zu dunkel ist. Eigentlich gefällt er mir ganz gut, um so Unreinheiten abzudecken, aber das Problem ist, er ist einfach zu dunkel. Deswegen darf der jetzt einfach mal gehen. Beige 4 ist die Farbe und theoretisch wäre der nur 12 Monate haltbar. Das heißt, der wird nicht nur gehen, der wird auch entsorgt. Lily Meets Lola, dieser Concealer, ist mir leider viel zu dunkel. Also wenn ich den verwende, dann ist es so, dass ich meine untere Augenpartie nicht highlighte und nicht was abdecke, sondern vielmehr, dass ich... Es ist einfach zu dunkel. Auch der Concealer aus dem YouStar Adventskalender No Panda Eyes oder No Panda ist mir leider zu dunkel. Ich habe den das ein oder andere Mal verwendet, um eine Cut Crease zu ziehen, aber ganz ehrlich, einen Cut Crease Concealer brauche ich jetzt hier bei der Masse an Produkten, die ich hier habe, echt nicht. Das heißt, ja, auch der wird gehen, aber der wird weiter wandern an Freunde, Familie, wie auch immer, weil der halt so ein Schwämmchen-Applikator hat. Das würde ich, vor allem wenn es auch am Auge ist oder so, ungern einer ja, fremden Person geben, sage ich mal. Dieses Schätzchen von Dr. Pierricot, mein C mogelt sich immer wieder ins Bild, es tut mir leid, ist nur 6 Monate haltbar und ich habe den letztes Jahr im Mai zum Geburtstag bekommen. Heißt, der ist abgelaufen, der wird jetzt weggeschmissen, ist aber ein super tolles Produkt. Genau, ich habe ihn nur in der Zeit nicht leer bekommen, aber ich kann ihn wirklich wärmstens empfehlen. Der ist klasse. Nicht deckend, eher so aufhellend und vor allem pflegend. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Nicht mehr lange, dann ist der Löscher leer. Also ich warte im Prinzip nur noch auf mein Fullface Maybelline, was ich drehe. Dann kann ich den halt auch entsprechend in mein aufgebraucht Video packen. Aber der wird halt wirklich aufgebraucht. Die anderen Produkte sind halt wirklich in meiner Farbe und auch soweit passend. Also da würde ich jetzt nichts weiter aussortieren. Das ist auch eigentlich alles in Anführungsstrichen für meine Verhältnisse tatsächlich überschaubar. 1A wieder einsortiert. Gefällt mir übrigens richtig gut, dass ich diese, Sortierungsviecher von Rossmann in meine Boxen reinpacken kann. Die kann man sich nämlich zurechtknicken. Ich habe übrigens mich auch entschieden, von Judith Williams diesen Rich Concealer wegzuschmeißen. Ich greife viel zu selten danach und das Schwämmchen, das vorne dran ist, ist einfach auch nicht mehr so schön. Ne? Ich habe da einfach ein bisschen Bedenken, ob das überhaupt alles noch so richtig ist und den habe ich ja auch schon ein wenig länger. Deswegen darf der mich nun auch halt verlassen und wird entsorgt. Also kommt hier in die Entsorgungskiste. Und den Jeffree Star Concealer, den habe ich ja in meiner alltäglichen Routine Box, deswegen ist der halt nicht mit in der Box. Und dann schwenken wir jetzt mal zum Puder rüber, da ist wirklich auch einiges, was gegebenenfalls gehen darf. Während ich hier ganz entspannt meine 40 Puder ausgebreitet habe, hat sich Sammy gedacht, boah geil, hier ist die Decke, ich komme auch mit dazu. Ja moin Mausi. Ist alles gut bei dir? Bleibst du jetzt hier bei mir? Ja, die Decke ist ja erstmal groß genug, bis ich gleich zu den Lidschattenpaletten komme, ne? Okay, ja, auch hier haben wir tatsächlich einiges aus allen möglichen Preiskategorien, Leute. Was soll ich da groß zu sagen? Yeah, dann sortieren wir mal ein bisschen aus. Ich habe echt gedacht, dass ich dieses Puder von Nude by Nature einfach platt machen werde, weil da einfach nicht so viel drin ist. Aber es ist mir einfach viel zu trocken. Und deswegen werde ich es niemals leer machen können. Auch wenn da nur ein Müh von Produkt drin ist. Also das ist echt so, so wenig. 1,5 Gramm, ne? Das ist nicht das meiste. Das Translucent Loose Finishing Powder ist das. Das wird jetzt wandern.
Dieses Puder von Douglas ist einfach Spielerei. Das ist tatsächlich kein Produkt, was ich jetzt so, wenn ich eine Shopmeister-Lottery-Geschichte hätte, gerne losen würde, weil du kannst damit nicht setten. Das ist einfach so ein Puderzerstäuber. Es ist mehr ein Highlighter als ein Puder. Und deswegen wird es aus meiner Schminksammlung rausgehen, aber es wird als Deko auftauchen. Ich weiß nicht, was sich bei mir verändert hat. Damals mochte ich dieses Puder so, so gerne von Essence, das All About Matte Fixing Compact Powder. Aber mittlerweile fühle ich mich einfach zu trocken damit. Deswegen wird es auch weiter wandern. Liegen wir bequem, kleiner Mann? Liegen wir sehr bequem? Hast du schwer? Ja. Du, 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 Vampirhund, 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 Vampirhund. Du bist ein Vampirhund, nicht wahr, Sammy? Ja, das bist du. Ein feiner Vampirhund. Guter Vampirhund. Ist da was im Auge? Zack, weg ist es. Guter Hund. Guter Hund. Das Hyaluronic Hydra Powder von By Terry wird jetzt ebenfalls weiter wandern, weil, ganz ehrlich, damit sehe ich aus wie ein Geist. Also das weißelt so, so sehr und ich mag es einfach nicht. Mehr wird gar nicht weiter wandern. Das sind die Produkte, die bleiben. Tatsache. Ich habe mich jetzt auch entschieden, das New Delusion Loose Powder von Catrice wegzugeben, denn ich habe das Glow Illusion, was ich viel, viel besser finde. Und ja, ich möchte halt auch eigentlich nicht so gerne, dass Puder in dem Sinne matt sind. Und das ist zwar gut, aber nee, das kommt jetzt einfach weg. Ich muss mich jetzt auch mal echt von der ein oder anderen Sache trennen. Ja, so schaut es dann entsprechend in der Box aus. Sammy freut sich auch, ne? Wedel, wedel, wedel. Er freut sich, obviously. Und ja, das schaut ganz gut aus, finde ich. Ne? Ich habe hier meine gepressten Puder und da auch. Und hier sind dann die losen Puder. Hier habe ich mir meine Puder hingemacht. Zum einen, das ist für ein Video. Das kommt ja in die Deko-Ecke, sage ich mal. Das kommt in meinen Schminkschrank zu meiner Daily-Geschichte. Tagesmäßig verwende ich täglich oft, sehr oft. Und das Produkt, ja, möchte ich gerne aufbrauchen. Und wenn ich mal keinen Bock auf loses Puder habe, dann habe ich halt mein Manaka da. Ja, das ist mein gepresstes Lieblingspuder, was ich so habe. Das ist dann auch auf meinem Schminktisch. Sammy liegt jetzt als Deko im Hintergrund. Er lässt sich hier nicht rausschicken. Er bleibt jetzt einfach hier und überwacht das Ganze. Wir machen jetzt hier weiter mit meinen Bronzern. Hier haben wir jetzt meine ganzen Bronzer und ei. Von Bronzern kann ich mich immer so schlecht trennen. Das ist echt schwierig. Ja, das, was auf jeden Fall gehen darf, ist hier von Sleek dieses Set. Das ist eigentlich eine Face-Palette, weil du hast hier zwei Produkte drin. Das ist ein Konturprodukt und ein Highlighter-Produkt. Das schaut im Swatch so aus. Der Highlighter ist eigentlich ganz schön, aber dieses Konturprodukt ist mir einfach viel zu dunkel. Das heißt, die Palette darf dann tatsächlich gehen. Das ist von Sleek die Face oder das Face and Contour Kit. Genau, es ist nicht meine Welt. Ich konturiere einfach nicht und vor allem nicht so dunkel. What would Sammy do? Auch dieser Riesenbronzer von Live Love London, Make-up Obsession, der darf jetzt tatsächlich gehen. Ja, Bronze and Shimmer Light. Ich finde den einfach zu unpraktisch, weil der halt auch so, ne, nach vorne so absteht und irgendwie, ich weiß nicht, ich finde den nicht so ansprechend. Ich mag den nicht so gerne tatsächlich, leider. Die zwei hier von Revolution aus dem Adventskalender dürfen ebenfalls gehen, weil ich tatsächlich eine, ja, Face-Palette von Revolution habe, wo sehr, sehr ähnliche Töne wie die beiden drin sind. Der Body Bronzer von Trend It Up aus der Blooming Summer Limited Edition darf ebenfalls gehen, weil ich einfach keinen Body Bronzer in dem Sinne verwende. Und als Gesichtsbronzer ist er mir irgendwie zu rötlich, zu schimmernd. Den mag ich nicht so gerne. Den Face Bronzer, den werde ich behalten. Aber ne Chemie, so Fräuchchen muss ich auch mal trennen. Ja, aber der Body Bronzer, der darf gehen. Ja, das sind mir auch einfach zu grobe Glitzerpigmente damit drin, ne? So super viel ist jetzt nicht gegangen, aber ich kriege die Kiste noch zu, das ist alles soweit in Ordnung. Und jetzt widmen wir uns mal den ganzen Blushes. Heidenei, es ist einfach viel, ne? So, da haben wir einmal meine kompletten Blushes. Ich musste etwas um Sammy drumherum bauen, weil er einfach da liegt. Und wenn Sammy da liegt, dann liegt er da. Ich habe tatsächlich schon beim Ausbreiten gedacht, dass der ein oder andere gehen darf. Ja, auch wenn ich Blushes sehr, sehr gerne mag, aber nicht alle davon werden bleiben. Da hätten wir zum Beispiel den hier von Feind.
An und für sich ist er total schön. Also der lässt sich schön aufbauen, schön verblenden. Aber die Farbe, Leute, das geht gar nicht. Also die funktioniert bei mir nicht. Das ist dieser extrem grelle Swatch hier. Das funktioniert nicht. Das sieht nicht gut aus. Das ist einfach für mich persönlich viel zu dunkel. Von Nico Pro, dieser Liquid Jelly Highlighter, den werde ich entsorgen, weil da hat sich irgendwas drin gebildet, was so schwarz aussieht. Ich habe den eben auch erst gar nicht aufgekriegt. Dann habe ich den auch mal versucht zu swatchen. Das Ganze sieht auch irgendwie noch gar nichts aus, als hätte ich nichts drauf. Und irgendwie ist da auch so schwarzes Kram drin. Das ist nicht schön. Das wird entsorgt. Praktisch nicht sichtbar sind diese zwei. Das ist von Peach C ein Blush und von Gosh. Also beide sieht man ungefähr gar nicht auf meiner Haut und deswegen werden die auch jetzt meine Sammlung verlassen. Der Universal Blush von So Susan ist gar nicht so universell, wie er sagt. Der sieht ganz schön hier in dem Pfännchen aus, aber die ist leider auch sehr, sehr dunkel. Ne? Also mir gefällt dieser Glow richtig, richtig gut. Ich vermute, ja, nee, den brauche ich gar nicht austesten. Der ist mir einfach zu dunkel. Das wird nicht funktionieren. Der wird auch gehen. Der Blushleiter aus der Bloom Baby Bloom Limited Edition von Essence. Den mag ich nicht so gerne. Der hat halt auch für einen Blushleiter meiner Meinung nach viel zu grobe Glitzerpigmente. Der sieht eigentlich ganz schön aus, aber wenn man den so swatcht, ist der einfach zu intensiv, zu glitzerig, dann würde ich tatsächlich auch den NARS Orgasm oder den Sleek Rose Gold Glow bevorzugen, zumal der jetzt auch noch einen Tag zu dunkel für mich ist. Der Rest vom Schützenfest darf entsprechend bleiben. Es ist jetzt nicht optimal, aber ich finde es doch in Ordnung, weil die Kiste geht zu und das ist immer für mich so die, ja, das Ziel des Ganzen. Jetzt können wir weitermachen mit den Highlightern. Da sieht es jetzt etwas chaotisch aus, aber im Prinzip geht die Kiste hier ja auch zu. Ich denke aber, dass das ein oder andere hier auch tatsächlich wandern kann. Ja, hier haben wir einmal das komplette Ausmaß an Highlightern. Und was soll ich euch sagen, Leute? Oh, ich liebe sie alle und ich will eigentlich, dass keiner von denen geht. Die beiden Schätze, das ist ja einmal von Trend It Up aus der Blooming Summer Limited Edition, der Highlighter als Sprayer und dann dieses Produkt, was ich hier bei Birchbox mir gekauft habe von Arkan Ziel. Das ist auch so ein Highlighter-Powder. Die werden in die Deko-Abteilung wandern. Das ist jetzt nicht mehr für mich etwas, was ich als Schminke verwenden möchte, um das mal so zu sagen, weil dafür der Sprüher einfach viel zu unkontrolliert ist. Schweren Herzens habe ich mich jetzt entschieden, dass dieser kleine Revolution Highlighter aus dem Adventskalender einfach gehen darf. Pressed Highlighter steht hier hinten drauf. Der tut sich echt nicht viel mit dem hier, den ich auch von Revolution habe. Farblich sieht man auch, dass da eine sehr, sehr große Ähnlichkeit besteht und deswegen darf der hier jetzt gehen. Außerdem darf dieser Highlighter mich verlassen von Bella Pierre, weil er mir tatsächlich zu texturiert ist. Ich weiß nicht, ob man das auf meinem Arm erkennen kann. Das ist quasi der zweite Swatch. Man sieht es, glaube ich, nicht ganz so gut. Aber ja, der ist einfach zu grob. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und zeitgleich halt auch relativ dunkel, ne? Und ich habe ja noch von Bella Pierre die Heatwave Palette. Von daher, da ist ja noch ordentlich was drin. Sammy guckt sich das wieder ganz genau an. Ja, das sieht doch jetzt alles mal so weit so gut aus. Ein paar Sachen liegen hier oben lose drauf, aber es ist nun mal so, ne? Ich habe mich jetzt doch entschieden, den Becca Moonstone auszusortieren, auch wenn ich da tatsächlich schon eine richtige Kuhle drin habe, weil ich habe den schon in einer anderen Palette drin, was eigentlich eine Lidschattenpalette ist. Genau, aber ich brauche den halt echt nicht zweimal, weil bis man so einen Highlighter überhaupt aufbraucht, dauert es ewig und da ich ihn halt doppelt habe, macht das keinen Sinn, ne? Und weiter geht es mit meinen Face-Paletten. Hier sehen wir jetzt mal alle Face-Paletten auf einen Haufen und ja, davon dürfen tatsächlich ein paar gehen und manches tut mir auch tatsächlich in der Seele weh, weil das doch recht hochpreisig ist, was jetzt gehen darf. Und zwar habe ich hier einmal diese Becca Après-Ski Glow Palette. Die ist per se richtig, richtig schön, aber ich greife da nie zu. Die einzigen zwei Töne, das ist, wäre Opal und Rose Quartz, zu dem ich greifen würde. Die habe ich aber tatsächlich in einer anderen Palette auch drin. Das heißt ja, auch wenn das eigentlich echt so ein Schätzchen ist und das so, so schön aussieht, die wird weiter wandern.
auch wenn die echt wundervoll aussieht. Aber ja, die einzigen beiden, zu denen ich tatsächlich greife, sind diese zwei. Und die habe ich ja in anderen Paletten drin. Der ist dann doch vielleicht ein bisschen zu eisig, der ist zu dunkel. Der ist für mich tatsächlich eher ein Bronzer oder Bronzer-Topper. Genauso wie das eher ein Blush- oder ein Blush-Topper ist. Das heißt, die wird mich verlassen. Außerdem wird auch die Hey Cheeks Palette von Essence mich verlassen. Auch ein schönes Schätzchen, super praktisch, ne, mit Blush, Bronzer, Highlighter und so weiter in verschiedenen Nuancen. Eine tolle Geschichte, die ich auch echt gut verwendet habe, aber die wird jetzt gehen dürfen, denn ich habe doch andere, bessere Produkte von Essence auch mittlerweile. Das nimmt dann auch nur Platz weg. Gerade erst in der Kooperation bekommen. Ich glaube, dass diese Face Palette mich ebenfalls verlassen darf. Ja. Ich werde da nicht so zu greifen, das spricht mich halt nicht so an. Ich mag auch nicht so gerne diese magnetische Geschichte hier, das ist nicht so meine Welt. Ne? Also diese Fännchen da drin sind halt auch einzeln austauschbar. Ich bin da kein Fan von, also das ist nicht meine Welt und deswegen darf auch die Nähpalette tatsächlich schon gehen. Eigentlich macht es keinen Sinn, dass ich den Kopf von dem Snowgirl behalte, außer halt den Sinn, dass es Snowgirl zusammenbleibt und nicht kopflos ist. Weil hier haben wir auch einen Bronzer drin, und zwar den Chocolate Soleil, den ich ja in klein schon habe, und einen Highlighter. Und der Highlighter ist sehr, sehr ähnlich zu dem Highlighter, den ich von Too Faced auch habe. Und ja, aber trotzdem, das wird jetzt bleiben. Na gut. Na, das hat ja super funktioniert. Passt jetzt alles 1A rein. Da habe ich jetzt ein bisschen Tetris gespielt tatsächlich. Und jetzt widmen wir uns den Augenbrauenprodukten. Bei den Augenbrauenfarben können wir es relativ leicht machen. Da darf gar nichts gehen. Denn ich sortiere dann aus, wenn ich mich mit dem Produkt schminke. Und wenn ich dann beim Schminken bemerke, dass es mir nicht gefällt, dann wird es aussortiert. Aber so ist alles, was hier liegt, das, was ich auch benutzen würde. Genau. Zunächst. Und hier haben wir dann die Augenbrauen-Gele und Augenbrauen-Wachse. Und ja, hier ist das Einzige, was gehen darf, dieses Produkt, und zwar von Revolution Pro. Das ist so ein Wachsstift quasi. Also ja, was soll ich dazu sagen? Benutze ich nicht, ist nicht meine Welt. Und deswegen darf der jetzt einfach meine Sammlung verlassen. Der wird nicht mal scharf gestellt. So schlimm hat das hier. Ja, das sieht doch alles soweit so gut aus. Es wird nicht lange so aussehen, ne? Wenn man die Box ein paar Mal bewegt, dann wird alles wieder durcheinander sein, aber egal. Und jetzt widmen wir uns den Augenprimern und weil sie einfach mit drin sind, auch den Augenstiften, also Kajal und Eyeliner. Hier haben wir dann einmal die ganzen Augenstifte. Und ja, es wird immer bunter. Ne? Ich hatte mal eine Zeit lang nur einen schwarzen Eyeliner, Schrägstrich ein Kajal und das war's. Der ein oder andere hiervon wird jetzt tatsächlich auch gehen dürfen. Zum Beispiel dieser hier, Judith Easy and Precise Eyeliner. Den habe ich jetzt eine Weile noch getestet. Der hat so eine ganz, ganz ultra präzise Spitze. Ja, die aber echt sehr flexibel ist. Ne? Also die geht in alle Richtungen, nur nicht dahin, wohin ich sie haben will. Deswegen wird der jetzt gehen. Außerdem der Magic Liner von Melody Lashes, weil der ja einfach viel zu spürbar auf dem Augenlid ist. Man kann ihn zusammen mit magnetischen Wimpern verwenden, da ich das aber nicht mache, ist das nichts für mich. Deswegen wird auch der meine Sammlung verlassen. Die zwei hübschen hier sind noch original verpackt, die werden demnächst mal in eine Verlosung gehen, weil ich die halt auch schon in offen da habe. Also das wären quasi Backups, aber Leute, ich brauche keine weiteren Backups. Hier haben wir einmal meine Lidschatten-Bases und davon wird tatsächlich gar nichts gehen, weil das alles soweit so gut ist und ja, da brauche ich mich von nichts trennen. Jetzt sind wir auch mit den Augenprimern und den Augenstiften fertig und jetzt geht's weiter zu den Lidschattenpaletten und da habe ich tatsächlich einiges vor mir. Ei, ei, ei. Sortiert habe ich die hier übrigens alphabetisch, also hier oben fängt es an mit Anastasia Beverly Hills und unten rechts hört es auf mit Zoeva. Holla die Waldfee. Ich hatte es gehofft, aber nicht damit gerechnet, dass ich alle Paletten hier auf die Decke bekomme. Hab natürlich alles, wo Sammy eben gelegen hat, da sind jetzt Paletten drauf. Sammy, was hast du jetzt vor? Legst du dich jetzt genau dahin, wo noch ein bisschen Platz ist? Läuft bei dir, ne? Danke, Mausi. Okay,
Dennoch, ich werde mich hier von einigen Paletten trennen. Achso, das hier ist übrigens eine Highlighter-Palette und keine Lidschattenpalette. Die gehört hier gar nicht rein. Die gehörte theoretisch zu den Highlightern, passt aber nicht mit in das Highlighter Kit, sage ich mal. Ansonsten, egal, ich lasse es jetzt einfach mal liegen fürs Bild. Ne? Es ist schon schick. Es sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus, muss ich gestehen. Also das mal komplett vor sich zu sehen, ist eine Wucht. Also, ja, ihr habt es ja eben gesehen, welchen Wert das Gedöns hier hat, was vor mir liegt. Das ist schon heftig, ne? Also wenn man sich das mal wirklich so veranschaulicht, holla die Waldfee. Okay, ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen durchgehen und gucken. Die eine oder andere Palette weiß ich schon, dass ich die weggeben werde. Aber tatsächlich gar nicht allzu viele, ne, Sammy? Nee, Frauchen hat echt, also die kann sich so schlecht trennen. Ja, los geht's. Das Revolution Eye. Ja, ich habe letztens damit noch einen Look geschminkt. Ich weiß gar nicht, welches. Ich glaube, dass dieses Video, was ihr jetzt seht, kommt eher online als das mit dem Ei. Aber das Ei wird gehen. Ja, das hatte ich selber in einem Trash-Paket drin. Ganz ehrlich, solche Töne habe ich in dieser Masse an Paletten auch zu finden. Also brauche ich nicht dieses sperrige Ei haben. Das wird jetzt gehen. Die Zodiac Gemini. Gemini ist Zwilling, das ist mein Sternzeichen. Und da ich nun mal die Zodiac-Reihe habe, wird die bleiben. Ja, auch wenn ich die, also ganz ehrlich, von den Farben her, ne, ist das echt nichts Besonderes. Aber weil sie halt zur Reihe gehört, wird sie bleiben. NYX Foil Play wird meine Sammlung verlassen, denn ich greife da null zu. Ebenso auch die Revolution, ja, ne? Die Folien, die Foil-Lidschattenpalette, Foil Frenzy Creation, genau. Die wird jetzt auch gehen. Da habe ich auch einen Look mit geschminkt, aber es war gar nicht so ultra leicht, weil das nicht so gut mit dem Pinsel aufzunehmen ist. Und deswegen, die beiden werden jetzt meine Sammlung verlassen. Hier habe ich zwei Paletten, einmal die NYX Ultimate und die Love Acid Palette. Zu beiden greife ich wirklich selten. Das, was ich an der Love Acid so schön finde, ist einmal dieser grüne Schimmerton und der Türkiston. Die finde ich so besonders, ne? Die mag ich einfach unheimlich gerne leiden. Das ist halt wirklich eine ganz softe Palette. Also, oh, das ist Wahnsinn, wie schön die Töne sind, ne? Oh, kann ich die auf dem Fuß swatchen? Ich habe mich übrigens mittlerweile umgezogen, weil jetzt ist ein anderer Tag. Ich habe das jetzt nicht an einem Tag drehen können. Geil. Habt ihr jemals gesehen, dass jemand an seinem Fuß sowas geswatcht hat? Nee, weil das auch gar nicht so gut rüberkommt, wie es sollte, ne? Das hat alles einen Grund. Ja, ich habe voll die Abdrücke von meinem... Hier. Oberdings da, wie heißt das, von meiner Hose? Oh, weiß ich nicht, ist das so geil. So geil, dass ich die unbedingt behalten muss. Nein, die Love Acid kommt weg. NYX Ultimate kommt auch weg. Gott, das ist mir jetzt gerade nicht leicht gefallen, Leute. So, darf ich nichts kaputt machen, da muss man vorsichtig sein. Ich meine, wenn ich überlege, dass ich hier so eine Palette habe von Morphe und Jeffree Star, die ist halt auch super bunt, ne? Oder, keine Ahnung, hier die Out of Space von Rival. Loves Me, die ist auch sehr, sehr bunt, da kann man gut was mit anfangen. Hier Love Evotion, ne? Das sind auch so alles Paletten. Da hast du ordentlich Farben drin und vor allem auch eine gute Qualität. Und ich meine, wenn ich hier so an, ja klar, wenn ich an die BH Cosmetics denke, ne, Trendy in Tokyo, super bunt, ja. Gut, es wird mir nicht wehtun. Ich kann es verknapsen, ich muss es nur immer wieder vor mir selber verargumentieren. So. Eigentlich ist dieses Naming-Quartett total super praktisch, weil du es auch als Blush Bronzer Highlighter verwenden kannst. Aber ich möchte ehrlich sein, ich greife da nicht zu. Wirklich nicht. Deswegen wird dieses hier, dieses Quattro auch weiter wandern. Die Mini und Daisy Palette von Catrice aus der Disney LE. Leute, die sind so schwierig, vor allem die Daisy Palette. Die sind zwar ganz hübsch von der Farbkonstellation, aber man sieht es der Daisy-Palette auch an, wie sehr ich da echt immer am Arbeiten bin, wenn ich die verwende. Nein, also ich habe da echt immer schlechte Erfahrungen an das Video, was ich auch gedreht habe und an die nächsten Male, wo ich die beiden verwendet habe. Das hat mir nicht gefallen, deswegen werden die auch gehen.
Manche Paletten behalte ich halt auch einfach wegen der Verpackung. Zum Beispiel die Revo Pouches, ne, von Revolution. Die ist einfach ultra süß. Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, aber es ist so. Übrigens, da muss ich nochmal eben kurz hinten hinkommen. Die Nuditude von The Balm. So, die wird mich auch verlassen. Als ich die in einem Video getestet habe, war sie furchtbar. Und als ich sie die nächsten Male verwendet habe, war sie ebenso furchtbar. Da greife ich doch viel lieber zu der Natural Eyes von Too Faced zum Beispiel, wenn ich mir einfach einen Nude-Look schminken möchte. Deswegen wird die mich jetzt auch verlassen. So, und der Rest vom Schützenfest darf tatsächlich bleiben. Bin erleichtert, Leute. Es ist ganz schön viel schon geflogen. Wenn man sich das mal anguckt, ne? Die Kiste ist schon ganz schön voll, die ist schon übervoll. Und das sind halt die Sachen, die weggeschmissen werden. Das ist schon ordentlich. Weiter geht es mit den ganzen Fixing-Sprays, die ich hier so habe. Die sind hier auch in der Kiste, also in der nächsten Kiste. Und ja, davon wird nicht viel gehen dürfen, um das mal so zu sagen. Ja, und mit es darf nicht viel gehen, meine ich, es darf gar keins von den Fixing-Sprays gehen. Weil alle, die ich hier habe, mag ich eigentlich wohl ganz gerne und die sind auf ihre Art und Weise halt auch einfach echt toll. Alles passt hier leider nicht ganz rein, weil teilweise die Sachen dann auch ein bisschen zu hoch sind. Da muss ich die immer hier reinlegen. Der Deckel geht dann nachher auch zu und die beiden sind, wie gesagt, jetzt gerade auf meinem Schminktisch. Und das waren meine Setting-Sprays. Dann machen wir mal weiter mit meinen Mascaren. Hier haben wir jetzt einmal alle meine Mascaren und ja, unten die Drogeriemascaren und dann wird es nach oben hin immer etwas teurer. Ich mag sie tatsächlich alle. Ich habe noch nicht alle davon ausgetestet, aber sie werden nach und nach getestet. Ich habe immer eine Mascara offen an meinem regulären, an meinem Schminkschrank, sage ich mal, im Badezimmer. Da ist aktuell eine Mini-Größe von der Better Than Sex Mascara offen. Und ich habe hier an meinem Schminktisch auch immer eine Mascara offen. Da habe ich jetzt aktuell in Anwendung von IT Cosmetics die Superhero Mascara. Das sind so meine Go-To-Mascaren aktuell. Und wenn die leer sind, dann werden die entsprechend ausgetauscht. Und andere Mascaren werden immer dann verwendet, wenn ich gerade ein entsprechendes Schminki dazu habe. Wenn ich ein Fullface schminke oder wenn ich einfach Bock auf die entsprechende Mascara habe. Und ja, deswegen bleiben die alle auch hier soweit. Da trocknet auch einfach nichts ein. Die trocknen nur dann ein, wenn man die ständig auf und zu macht. Und da ich sie halt wirklich alle hier immer in diesem Behälter habe, die sind dann vor Wärme und vor Licht geschützt. Passiert da auch nichts mit, also die kippen dann auch nicht. Mascaren kippen eigentlich nur, wenn man sie halt in ständiger Anwendung hat, ne? Und das habe ich ja in dem Sinne nicht. Bitte entschuldigt die Hundehaare. Aber Sammy liebt einfach jetzt diesen Platz hier. Also ich habe jetzt seit ein paar Tagen hier die Decke liegen, weil ich ja immer dieses Sammlungsvideo abfilme. Und er hat seinen neuen Lieblingsplatz im Haus hier gerade gefunden. Das ist ein Traum. Genau, deswegen wird jetzt hier auch soweit alles bleiben, wo es ist, nämlich in meiner Sammlung. Ja, so sieht das dann aus, wenn das entsprechend einsortiert ist. Das einzige Problem, was ich habe, ist die L'Oreal X-Fiber Mascara, weil die hier halt nicht hochkant reinpasst. Ich weiß gar nicht, wenn ich die so schräg mache, dann dürfte das halbwegs funktionieren. Muss ich mal gucken. Nee, dann steht die auch noch ein bisschen über. Das ist auch blöd, ne? Deswegen muss die leider hingelegt werden, aber das ist nun mal so. Und wenn wir dann damit soweit fertig sind, gehen wir jetzt weiter zu meinen Lip Liner. Ja, das sind meine ganzen Lip Liner und das können wir kurz machen. Hier darf alles bleiben. Kommen wir nach den Lidschattenpaletten zu meinem schwierigsten Part. Das sind meine Lippenstifte. Davon habe ich ungefähr genauso viel wie Lidschattenpaletten. Also es sind Lippenstifte und Lipglosse. Die habe ich hier tatsächlich in so einer Aufbewahrung, die eigentlich eher für Werkzeug ist, aber es passt halt ganz gut, ne? Dann kann man da so die Schubladen einzeln rausziehen und hat dann da die Produkte drin. Aber auch hier müssen wir einmal komplett ausmisten und deswegen werde ich alles aus seinen Pöttchen hier rausholen, aus seinen Schublädchen und dort vorne ausbreiten. Sammy pennt gleich echt weg. Oh mein Gott, jetzt ein kleines Schlaflied und der kleine Mann schläft wohlig ein. Wir waren eben spazieren. Er hat zwei Hunde getroffen. Er ist ein bisschen fertig mit der Welt. Wie man wahrscheinlich anhand meiner Hand sehen kann, habe ich doch etwas gestruggelt, welche ich jetzt tatsächlich aussortiere und nicht. Man sieht auch so ein bisschen mein Beuteschema. Also ich liebe eigentlich diese Rottöne, die Nude-Töne. Und das sind jetzt die Lippenstifte, die bleiben werden, die ich jetzt in meiner Sammlung lasse. Das sind die hier.
Und die hier werden komplett aussortiert, entweder weil das halt Töne sind, die ich so in dem Sinne schon habe, sei es nudige Töne oder Rottöne oder wie bei dem hier zum Beispiel von Birds and Bees und dem von MAC, die beiden, die sind glaube ich gekippt und ich glaube der von Alverde auch, die riechen nicht mehr ganz so gut. Die anderen, die sich hier befinden, werden entsprechend weiter wandern. Und hier oben haben wir dann meine Liquid Lipsticks und vor allem meine Lipglosse, die bleiben werden. Liquid Lipsticks habe ich eher weniger, weil ich sie nicht wirklich trage. Ich bin halt nicht so der Mensch, der gerne matte Lippen hat. Ich habe gerne sehr, sehr schön glänzende Lippen. So ein bisschen Lip-Tint-mäßig was darf bleiben, wie der hier zum Beispiel. Der ist echt super geil langanhaltend. Oder von Banana Beauty, dieser rote, den hatte ich auch mal in der Box mit drin oder in einem Adventskalender, das weiß ich gerade nicht. Die sind halt echt klasse, weil die gut halten. Ansonsten, ja, ne, sind es halt hauptsächlich Lipglosse und die hier dürfen mich jetzt verlassen. Da habe ich tatsächlich sogar 3 Stück von Huda Beauty oder meine 3 von Huda Beauty aussortiert. Tut mir auch ein bisschen in der Seele weh, muss ich gestehen, aber ja, sie sind entweder zu krass, wie zum Beispiel das Gold. Also das habe ich sonst gerne mal in so einen roten Lippenstift reingemischt, wenn ich das drauf gemacht habe. Aber ganz ehrlich, da kann ich mir auch einfach einen Lipgloss drauf machen. Oder wie jetzt zum Beispiel der hier, der ist einfach zu matt. Der hier, das ist auch ein Lipstrobe, der ist auch irgendwie zu deckend und zu dunkel. Das gefällt mir einfach nicht. Genau, der hier von Bare Minerals ist einfach matt, den mag ich nicht. Der von Sleek ist matt, den mag ich nicht. Der von NYX ist matt, den mag ich nicht. Der hier von Too Faced ist mir einfach zu dunkel. Und ja, deswegen hoffe ich, dass ich jetzt auch wieder alles gut in die Aufbewahrungsgeschichte da oben reinbekomme und alles jetzt wieder ein bisschen ordentlicher aussehen wird und ich vor allem dann auch die Schubladen wieder zukriegen werde. Man sieht es eigentlich nicht, aber es ist aufgeräumter und leerer vor allem. Das heißt, man kriegt jede Schublade ganz normal auf und zu, ohne dass irgendwas feststecken bleibt. Das heißt, ich komme hier auch viel, viel besser dran und deswegen gefällt mir das jetzt so, wie es ist. Finde ich klasse. Ich hatte eingangs erwähnt, dass wir uns mal hier um meine Nagellacke auch entsprechend kümmern sollten. Da werde ich jetzt mal durchschauen, von welchen ich mich trennen kann, weil, wie gesagt, dieses Regal soll eigentlich weg. So, jetzt habe ich hier alles reingekriegt, was ich da reinkriegen wollte. Da haben wir alle möglichen Farben vertreten. Das gefällt mir einfach richtig gut. Und das sind auch alles Nagellacke, wo ich sage, die sind auch haltbar. Ne? Also das, ja, wenn ich einen Nagellack habe, den ich nicht gerne mag, dann wird der halt direkt danach auch aussortiert. Hier habe ich jetzt tatsächlich welche, wo ich sage, das muss nicht unbedingt sein oder ich habe die Farbe schon so ähnlich da. Das heißt, die hier werden auf jeden Fall aussortiert. Und dann habe ich hier in dieser kleinen Goodie-Box ein paar Backups von Topcoat und Basecoat, weil ich finde, mal ganz ohne Witz, ne, ich brauche doch eigentlich nur einen Basecoat und einen Topcoat in regelmäßiger Anwendung. Das hier ist jetzt ein Nagelhautentferner, das heißt, hier habe ich dann auch noch die 3 Pflegeprodukte drin und auch meine Nagelöle als Backup habe ich auch in dieser kleinen Goodiebox drin. Ja, also so gefällt mir das richtig gut. Das ist alles ein bisschen cleaner, aufgeräumter und ja, ich mag es einfach. So, dann kommt die hier auch noch mit rein. Das ist echt ein Balanceakt. Also diese Kiste habe ich jetzt komplett voll mit aussortierten Produkten, die auch entsprechend weiterwandern werden. Die werde ich in Trash-Paketen weitergeben, beziehungsweise Freunde und Familie können sich da entsprechend dran bedienen. Und hier habe ich dann die Produkte, die ich wegschmeißen werde, also die in den Müll leider reinwandern werden. Ja, ich muss sagen, es ist doch ganz schön viel, ne? Meine Herren, das durch 3 Tage lang durch die Schminksammlung wursteln. Hier haben wir nun meine, ich nenne sie mal, heilige Excel-Tabelle. Und zwar ist hier meine komplette dekorative Kosmetik abgebildet. Wir sehen hier die verschiedenen Kategorien, Primer bis Lippen, Lipliner. Und die sehen wir hier unten in der Zeile auch nochmal. Das heißt, ich habe die verschiedenen Reiter auch eingefügt, wo ich auch die verschiedenen Produkte mit drin habe. Ich habe tatsächlich auch jedes einzelne Produkt erfasst. Da habe ich hier zum Beispiel die Primer. Da habe ich jedem eine Nummer gegeben. Dann habe ich hier das Produkt hingeschrieben. Ich habe die Milliliteranzahl teilweise hingeschrieben. Dann habe ich den Wert hier hingeschrieben. Manchmal habe ich hingeschrieben, wann ich das Produkt geöffnet habe. Dann habe ich hier einen Link rausgesucht aus dem Internet
und das dann hier entsprechend verkettet, sodass ich diese Zeile dann auch nehmen kann, beziehungsweise wenn sie dann nachher in die Look-Tabelle reingezogen wird, wenn ich das ja, Fullface in der Infobox verlinke zum Beispiel. Genau, also das Ganze fängt damit an, dass man halt hier die Sachen entsprechend ganz normal füllt. Und hier habe ich die erste Formel hinterlegt. Das heißt, es ist eine Verkettenformel. Das nennt sich einfach nur ist gleich verketten. Und da möchte ich gerne diese Produktbezeichnung verketten mit einem Doppelpunkt, einem Leerzeichen und dann mit dem Link. Das ist relativ simpel. So sieht eine Verkettenformel aus. Und ja. Wenn euch das nicht interessiert, dann könnt ihr bis zum Ende vorspulen, aber das ist jetzt einfach noch ein kleiner Excel-Kurs, sage ich mal. Genau, und wenn ich dann hier in dem Look bin, habe ich verschiedene Sachen mit Formeln hinterlegt. Hier kann ich einfach die Zahl eintragen von dem Produkt, was ich halt habe. Das ist zum Beispiel für meine Shop My Stash Lottery-Reihe, Mensch, total wichtig. Und dann zieht er sich automatisch durch einen S-Verweis das entsprechende Produkt von dieser Nummer. Und genau, das ist dann hier zum Beispiel das Unique Touch of Glorious Face Primer Produkt und dann hat er auch direkt den Link mit reingezogen, weil ich ihm gesagt habe, mach mir einen S-Verweis, also einen Suchverweis, such die Zahl, die sich hier bei B1 drin befindet und such sie bei der Excel-Tabelle Primer, das ist diese hier, Primer. Such in dem kompletten Vieh hier, da habe ich das alles einmal markiert. Es ist in dem Sinne A1 bis G96. Dann wirf mir die siebte Spalte raus, weil in der siebten Spalte habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das, was ich quasi angezeigt bekommen haben möchte. Und dann habe ich nochmal ein Semikolon mit 0 hingesetzt, weil wenn du es nicht findest, dann sag, es ist nicht da. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei Primer eine 500 eingeben würde, sagt er NV, weil es nicht da ist. Er hat es einfach nicht, ne? Und so findet er dann die einzelnen Produkte und schmeißt mir die raus. Und das ist ziemlich praktisch. Und er, der Excel, macht gleichzeitig noch etwas anderes. Und zwar ebenfalls ein S-Verweis. Hier bezieht er sich aber tatsächlich nicht nur, also nicht auf die Spalte, wo er mir den Link und die Produktbeschreibung rausschmeißen soll, sondern den Preis. Und den habe ich hier in der vierten Spalte, den habe ich hier eingepflegt, da, bei Wert. Zack. Und das schmeißt er mir dann entsprechend raus. Gleichzeitig habe ich in dieser Zelle auch noch eine Formel hinterlegt, wo ich ihm gesagt habe, hey, wenn du hier nichts drin findest, dann möchte ich, dass du mir eine 0 sagst. Also dann sag einfach, dass da 0 ist. Also wenn quasi der Wert, der sich hier bei B1 befindet, muss schon größer 0 sein. Ansonsten funktioniert das Ganze hier nicht. Also das habe ich im Prinzip auch nur mit dieser Wenn-Formel gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Shop My Stash Category oder wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Fullface, was ich in dem Video trage, keinen Primer trage, dann würde ich hier einfach eine 0 hinmachen und dann würde er auch 0 Euro hier hinsetzen. Das ist dafür wichtig, dass wenn ich hier mal irgendwie die Summe haben möchte, die sich dann hier unten ja befindet, dass ich hier irgendwas drinstehen habe, weil wenn da dieses NV stehen würde, dann hätte ich hier keine Summe und könnte hier auch keine Gesamtsumme ziehen. Genau, das ist dafür einfach nur wichtig. So, dann habe ich hier eine weitere Formel eingefügt und zwar soll er mir sagen, er soll mir einfach im Prinzip sagen, wie viel Primer ich habe. Ne? Da sagt er mir, ich habe 44 Primer. Da habe ich einfach gesagt, dass er den maximalen Wert nehmen soll und zwar in dieser Primer-Liste, wo er sich dann bei der Spalte A von A2 bis A99 das angucken soll und sagen soll, was ist da die höchste Zahl. Und das machst du einfach mit ist gleich Max und dann markierst du dann den Bereich, was du halt haben willst. Und was ich ihm auch noch gesagt habe, dass er mir die Gesamtsumme meiner Primer auswerfen soll, sage ich mal. Und das machst du ganz simpel mit ist gleich Summe, Klammer auf. Und dann markierst du halt auch einfach die Geschichte, wovon du diese Summe haben möchtest. Das heißt, insgesamt sehen wir hier, habe ich in Summe 738 Produkte vor meiner Ausmistaktion gerade gehabt. Und das hatte einen Gesamtwert von 10.925,83 Euro.
Was auch noch interessant ist, ist zum Beispiel in der Kategorie Geschichte Lidschattenpaletten, dass ich hier nicht nur das gemacht habe, was ihr eben schon bei den Primern gesehen habt, abgesehen von der Milliliterzahl, also die Grammzahl habe ich jetzt bei den Lidschattenpaletten nicht aufgeführt. Ich habe hier auch noch einen Link eingefügt zu einem dazugehörigen YouTube-Video bei mir auf dem Kanal. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, also dass ich quasi sehen kann, weil ich mir für 2020 einfach vorgenommen habe, zu all meinen Lidschattenpaletten auch einen Look zu machen. Für 2021 habe ich mir vorgenommen, dass ich das auch genau so für meine weiteren Produkte machen möchte, dass ich da auch entsprechend noch in die hintere Spalte einen Link einfüge, wo ich dann auch noch das YouTube-Video verlinke, wo ich das Produkt beim Schminken verwende. Heile nein, Leute, da durfte ja einiges gehen, wa? Ihr habt gemerkt, es ist mir dann doch teilweise etwas schwer gefallen. Ich blende euch einfach mal hier oder überall um mich drum herum ein, wie viel Produkte ich aussortiert habe, wie viel Produkte ich weggeschmissen habe, wie viel Wert das quasi war, was quasi jetzt wegwandern durfte und was dann auch letztendlich der aktuelle Wert von meiner Schminksammlung ist. Und ich kann jetzt ein bisschen aufräumen, aber ich fühle mich frei. Das muss ich wirklich sagen. Es hat gut getan. Und dann kann ich auf jeden Fall demnächst wieder fresh in die nächste Shop My Stash-Reihe Geschichte starten. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammlungsvideos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!